Feuer! Sendung! Endlich legal einen durchziehen, in aller Öffentlichkeit unweit der Hamburger Landungsbrücken. Das feiern sie hier. Für uns ist es ein historischer Tag und ich bin unglaublich stolz, dass es trotz dieses Schiedwetters hier so viele Leute heute hergeschafft haben und zeigen, wie wichtig ihnen dieser Tag heute ist. Der Ort am Hafen ist, wie es das Gesetz verlangt, gut gewählt, mit ausreichend Abstand zu Schulen oder Kindergärten. Ein Selfie mit Joint, für sie ein Stück neuer Freiheit. Sensationell. Endlich nicht mehr verstecken, dass es legalisiert wird. Für Zehntausende bedeutet der heutige Tag auch das Ende einer Strafverfolgung durch die Justiz. Für Maria ist das eigene Aktenzeichen Geschichte. Heute war der letzte Tag, an dem ich die Ratenzahlung beendet habe von der Strafe, die ich zahlen musste. Also es ist ein richtig krasser Tag für mich. Also. Ganz anders die Stimmung am Hamburger Universitätsklinikum. Hier fürchtet man die Folgen der Teillegalisierung und eines möglichen steigenden Konsums. Damit nehmen auch die Schäden, die Gesundheitsgefahren durch den Cannabisgebrauch zu. Das sind Suchtentwicklungen, Psychosen, Angststörungen, depressive Störungen, Suizide im Zusammenhang mit Cannabisgebrauch. Beim Bund Deutscher Kriminalbeamter ist man ebenfalls skeptisch. Denn Cannabis kann man in Deutschland legal noch gar nicht kaufen. Es bleibt nur der Eigenanbau oder der Schwarzmarkt. Und der werde auch in Zukunft nicht so schnell verschwinden. Der gelegentliche Konsum, der wird immer beim Dealer auf der Straße landen, weil alles andere ist wahnsinnig aufwendig. Ich muss ja Mitglied einer Anbauvereinigung sein, wo ich eigen anziehe, wo ich eigen Pflanzen für mich heranziehe oder eben zu Hause für mich Pflanzen gedeihen lasse. Da seit heute jeder 25 Gramm Haschisch mit sich führen darf, werde es zudem deutlich schwieriger, den illegalen Handel von Dealern zu unterbinden. Es ist ein Riesenproblem, das nachzuweisen, weil der immer sagen wird, das ist meins, das darf ich dabei haben, ja, und handeln tue ich hier nicht. Andreas Gerhold will mit seinem Verein von Juli an selbst Cannabis anbauen und nicht nur Nutzhanf wie hier. Aber vieles sei noch unklar. Die Länder müssen jetzt erst anfangen festzulegen, welche Behörden sollen zuständig sein, was muss denn im Antragsprozess abgefragt und kontrolliert werden. All das muss jetzt erst aufgebaut werden. Dafür bieten wir allerdings Hilfe an und fordern eben auch Beteiligung ein. Ein Gesetz mit neuen Freiheiten und noch vielen ungeklärten Fragen. Der Praxistest hat gerade erst begonnen.